Huch! Was? 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 Hallo! Wir haben mal diesen goldenen Drachen und können einfach mal ausprobieren. Wo ist denn mein goldener Drache der Unsichtbarkeit hin? Ich muss ihn irgendwo verloren haben. Ernsthaft? Du schon wieder? Ich hab dir doch gesagt... Bin ich ja auch. Ich bin eins mit dir. Du hast zwar einen gewaltigen Schatten, aber das ist nicht dasselbe. Bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit aus Gilligan's Gadget Shop getarnt wärst. Das ist natürlich jetzt echt blöd, dass wir... Dass dieser... Was will ich reklamieren? Oh! Aua! Ich muss über irgendwas gestolpert sein. Hey, das war ja der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Hier habe ich ihn also verloren. Es funktioniert. Ah. Ich bin unsichtbar. Kann man gleich noch eine feuchte Idee. Aua. Au, verdammt. Das ist gar nicht so einfach, wenn man seine Hände nicht sieht. Autsch, man konnte es zwar nicht sehen, aber ich habe mich bei der Landung extrem lässig abgerollt. Okay. Ich meine, wow, unfassbar, wie elegant ich mich wieder abgerollt habe. Definitiv. Haben wir eigentlich noch was zu mitnehmen? Au, verdammt, das ist gar nicht so einfach, wenn man seine Hände nicht sieht. Ja, das stimmt. Wer? Wo? Ich muss zugeben, dieser Kuh. Ich frage mich trotzdem. Hat man alles schon. Mit diesem Gerät lassen sich ausschließlich Bananen entkrümmen, was ja bereits nützlich genug ist. Ja, das ist wohl wahr. Dann gibt's ja hier nichts weiter. Okay, dann mal raus. Den habe ich schön über den Tisch gezogen. Gut. So viel dazu. Zurück nach Klein Venedig. Und... Hä? Wo ist denn mein goldener Drache der Unsichtbarkeit hin? Ich muss ihn irgendwo verloren haben. Okay. Packen wir doch einfach mal das aufs Periskop. Vielleicht und so klappt das hier. Nochmal spannend. Die Idee ist nicht schlecht, aber dafür müsste ich sie erst wieder zusammensetzen. Ja, dann machst du das eben. Dem Glas links, das sollte doch eigentlich passen. Mal gucken, wie gut er mich jetzt noch sieht. So, ab in die Luke. Muahahaha. Ich bin ein Ninja. Ich bin, was? Tür zum Funkraum und Vorhang. Ich glaube, wir gehen erstmal zum Funkraum und holen uns die Turnierhand. Da schau her, der Stachelbär. Oh. Wenn das mal keine Funkstation ist, was haben wir denn da? Irgendwelche Dias. Das müssen die Pläne des unorganisierten Verbrechens sein. Mal gucken, was diese Heinis vorhaben. Moment mal, das ist ja nur Gekrakel. Da hat jemand mit Fingerfarbe drauf rumgeschmiert. Das ist doch... Hallo! Wink! Bitte kommen! Oh oh, da kommt ein Funkspruch. Wink! Melden Sie sich! Moment mal, die Stimme kenne ich. Das ist doch... Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk. Wink! So antworten Sie doch! Hier spricht Cletus. Ich meine,
Das ist doch Cletus, klar. Bulls Verlobter. Ex-Verlobter vielmehr. Scheinbar hat er den Absturz des Notboots überlebt. Schade eigentlich. Aber was hat er mit dem unorganisierten Verbrechen zu schaffen? Besser, ich geh mal ran. Bei meinen Imitationskünsten wird er keinen Verdacht schöpfen. Hallo, Cletus. Wink, sind Sie das? Warum reden Sie denn so komisch? Ich rede nicht komisch. Ich klinge genau wie Wink. Ein phonetisch geschultes Ohr würde das sofort hören. Reden Sie keinen Unsinn und kommen Sie zur Sache. Sie wissen doch genau, dass uns nicht viel Zeit bleibt. Also, haben Sie meine Verlobte aufspüren können? Sie mein Ex-Verlobte? Ich meine Cole, meine Verlobte. Warten Sie. Ich habe das Bild besorgt, das Sie haben wollten. Sie können es sich als Dia ausdrucken. Und hier ist das Bild von der Datasette, auf der sich die Aufstiegscodes befinden. Aufstiegscodes? So, so. Der alte Schnösel hat also immer noch nicht aufgegeben. Wie war das? Die alten Brösel lohnt es sich doch immer aufzuheben. Ja, das sagt mein Börsenmakler auch immer. Brauchen Sie noch weiteres Material? Wo sind Sie eigentlich? Warum wollen Sie das wissen? Ja, gute Frage. Warum nur? Wegen der späteren Übergabe. Meine Antwort wäre zwar plausibler gewesen, aber... ja, genau. Ich befinde mich in einem Organon-Sprengturm. Direkt an der Kreuzertrasse nach Porta Fisco. Die Koordinaten finden Sie auf dem folgenden Dia. Aber melden Sie sich nochmal, bevor Sie hier auftauchen. Sonst sorgt der Organon dafür, dass Ihr Tauchboot die Wasseroberfläche nicht wieder sieht. Haben wir uns verstanden? Okay. Wozu brauchen Sie die Aufstiegscodes noch gleich? Das habe ich Ihnen doch bereits gesagt. Ja, Sie haben aber auch eine ziemlich miserable Aussprache. Ich erkläre es Ihnen noch ein einziges Mal. Das letzte Hochboot verlässt Deponia in einer Woche von Porta Fisco aus. Wenn also die Aufstiegscodes nicht bis morgen bei mir sind, komme ich nicht mehr rechtzeitig nach Elysium zurück. Das wäre ja nicht auszudenken. Das kann man so sagen. Eigentlich dürften Sie das alles gar nicht wissen, aber ich verrate es Ihnen trotzdem, weil ich weiß, wie wichtig motivierte Mitarbeiter sind. Aus Gründen, die Sie nun wirklich nichts angehen, muss ich dem Elysianischen Ältestenrat berichten, dass Deponia unbewohnt ist. Davon hängt sehr viel ab. Alles andere ist unwichtig. Genau. Ulysses, der Oberkontrollrat des Organon, will kein Risiko eingehen. Wenn mein Bericht Elysium nicht rechtzeitig erreicht, wird er dafür sorgen, dass Deponia tatsächlich unbewohnt sein wird. Wie war das? Wie war das? Dem Organon stehen die entsprechenden Mittel zur Verfügung, den gesamten Bereich um das Rostrote Meer in eine Wüste zu verwandeln. Wenn ich die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen halte, werden sie von diesem Sprengturm aus eine Bombe abwerfen. Als Folge wäre voraussichtlich alles Leben auf Deponia ausgelöscht. Dieses Dia sollte Beweis genug dafür sein. Aber dann wären Sie auch tot. Bravo! Sie beginnen zu verstehen, warum es mir so wichtig ist, Goal wiederzubekommen. Hoffentlich sind Sie jetzt angemessen motiviert, sie auch zu finden. Cletus out. Nein, einen Moment noch. Verdammt. Was mache ich denn jetzt? Wenn Cletus die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen hält, wird alles Leben auf Deponia vernichtet. Aber wenn er sie bekommt, wird ganz Deponia vernichtet. Ich muss ihm irgendwie zuvorkommen. Und scheinbar hängt alles davon ab, wie schnell ich Goal überzeugen kann. Also letztlich von meinem Schaden. Ich hab's befürchtet. Ich hab es ja befürchtet. Oh. Kitty, ach wie süß. Kann ich mir die Dias auch nehmen? Hallo, Cletus? Mist, er geht nicht mehr ran. Ach, okay, ich hab wenn die Dias schon. Cletus die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen, aber wenn er sie bekommt, wird ganz Deponia vernichtet. Okay. Gucken wir einfach mal, was in der Vorhang ist. Vorhang Nummer 1. Vielleicht Moment der Hauptpreis? Hier ist ein kleines Schild aufgenäht. Wir müssen draußen bleiben. Und darunter ist ein niedlicher Welpe abgebildet, der kein Mitglied beim unorganisierten Verbrechen ist. Normalerweise ignoriere ich ja jede Art von Hinweisschild. Aber verflucht, der Welpe ist wirklich niedlich.
Kann ich vielleicht die mit dem Rasiermesser verködern? Die Hauskatze eines kriminellen Syndikats zu rasieren, wäre voll extrem. So extrem, dass sie mich garantiert zum Ehrenmitglied ernennen. Dann wollen wir doch mal. Was soll das denn? Das ist ja nur eine Stoffkatze. Aber wo ist denn die echte Kitty? Egal. Was hast du getan? Das wird dem Boss aber nicht gefallen. Abwarten. Boss! Boss! Und jetzt kommt der Boss. Sitzt meine Frisur? Was für eine Frage. Natürlich sitzt sie. Was? Wer? Was soll das? Wo ist der Boss? Hinter dieser Verrückten da? Ich habe einen Eindringling erwischt. Oh, arme Kitty. Brave Kitty. Kitty, Kitty, Kitty. Dieser kleine Nichtsnutz hat Kitty rasiert. Wie sollen wir mit ihm verfahren? Das war auch mein Gedanke. Aber das sind doch nur Zuckungen. Diese Frau leidet unter Spasmen. Bravo, jetzt hast du sie vollständig verärgert. Also, noch irgendwelche letzten Worte? Ich habe Donna ein Angebot zu unterbreiten. Ich versuch's einfach mal. Okay, Donna ist ganz Ohr. Ich könnte doch bei euch einsteigen. Donna sagt nein. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Genau. Was hat sie gesagt? Liegt das nicht auf der Hand? Nein. Dass ich begnadigt werde? Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Und ich dachte schon. Was habt ihr denn überhaupt mit mir vor? Genau. Sagt mir endlich, was dieses Zwinkern bedeutet. Rate doch mal. Dass ich begnadigt werde? Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Und ich dachte schon. Okay. Gnade! Genau. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Okay, Donna ist ganz Ohr. Ich könnte euch die Datasetten mit den Aufstiegscodes besorgen. Das wird interessant. Donna sagt nein. Was habt ihr denn überhaupt mit mir vor? Genau. Gnade! Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Mach doch immer wieder das Gleiche. Mann. Gut, okay. Nur zu. Ein schneller, schmerzhafter Tod ist immer noch besser, als diese Farce weiter erdulden zu müssen. Meine Worte. Genau. Dann sind wir uns ja einig. Wartet mal. Es ist noch nicht zu spät, um Freunde zu werden. Sag tschüss, Rufus. Oh oh. Das war unangenehm. Okay. Okay. Okay, ich habe eine Idee. Okay, ja, ich habe eine Idee. Ich werde einfach mal mit Notch sprechen. Entschuldigung. Du schon wieder. Ach, ich würde wirklich gerne bei euch mitmachen. Mach dich nicht. Was könnte... Ich werde schon... Verzieht. Ich komme... Was auch.
Ist dir eigentlich bewusst, für wen wir da arbeiten? Nein, unorganisierte Verbrecher stellen keine Fragen. Und wie erfahre ich dann Details zu Donners Plänen? Donners Pläne haben keine Details. Umso besser. Kleinkram kann ich mir sowieso nicht merken. Okay. Ja, Flusen. Das zeige ich ihm lieber nicht. Er gehört immerhin zu einer Verbrecherbande. Am Ende klaut er mir noch meine vollkommen ehrlich erworbene Diebesbeute. Ja. Ich hab doch die Kitty rasiert. Das zeige ich ihm lieber nicht. Er gehört am Ende. Ich habe übrigens so ein bisschen das Gefühl, dass wir Go hier erst wiederfinden, wenn wir sie im Schnabeltier-Bataka. War es Bataka? Besiegt haben. Ich könnte die Dias aber auch theoretisch dem kleinen Knips da hinten zeigen. Ich meine, er gehört da stets zur Widerstandsbewegung. Also. Und so. Was soll das werden? Eine Herausforderung? Zeig mal her. Was soll denn das? Das ist ja gar keine Turnierhand. Das habe ich auch nie behauptet. Und warum sollte mich das dann interessieren? Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. Was seid denn ihr für Widerstandsmitglieder? Erstmal ohne Scheiß. Ja, ich war an Bord gewesen. Aber ich konnte mir bisher die Turnierhand nicht besorgen. Mann! Okay, wir gehen wieder rein. Go, go! Tja, also sonst. Ja, wir gehen wieder rein. Ich würde ja zu gerne. Was? Nein? Was zum... Siehst du, was ich sehe, Donner? Offenbar hat ihm einmal nicht ausgereicht. Wie sollen wir mit ihm verfahren? Nochmal? Genau. Das war auch mein Gedanke. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Okay, Donner. Ich gebe euch Geld. Viel Geld. Donner sagt nein. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Sagt mir endlich, was dieses Zwinkern bedeutet. Dass ich zu Haifischfutter verarbeitet werde? Bravo, du hast es erraten. Yippie! Oh. Könnte ich jetzt endlich mal erfahren, was ihr mit mir vorhabt? Donner sagt. Was habt ihr denn überhaupt mit mir vor? Gnade! Wie jetzt? Eine Begnade? Ist das dein Ernst? Und ich dachte was schon. Was stimmt denn mit der alten Schachtel nicht? Ich habe noch ein weiteres Angebot. Ich habe noch ein weiteres. Okay. Ich könnte doch bei euch einsteigen. Donner. Ich habe noch ein. Ich habe noch ein weiteres. Okay. Ich könnte euch die Datasetten mit den Aufstiegscodes besorgen. Donner. Gnade! Sagt mir endlich, was die. Dass ich begnadigt werde? Wie ist das dein Ernst? Ich habe noch ein weiteres. Sagt mir endlich, was dieses Zwinkern bedeutet. Dass ich begnadigt werde? Wie ist das dann? Ich habe noch ein weiteres. Sagt mir endlich, was.
Ich ziehe die Frage zurück. Umso besser. Sag mir endlich, was dieses Zwinkern bedeutet. Dass ich begnadigt werde? Wie ist das dein Ernst? Was? Ich habe noch ein Weit. Ich habe noch ein Weit. Okay. Vergesst es. Ich verhandle nicht. Wie du willst. Doch. Könnte ich jetzt endlich mal erfahren, was ihr mit mir vorhabt? Donner sagt nein. Was habt ihr denn überhaupt mit mir vor? Sagt mir endlich, was dieses Zwinkern bedeutet. Dass ich begnadigt. Wie jetzt? Ist das dann? Ah, es breitet mir Kopf zu brechen. Gnade! Sagt mir endlich. Dass ich zu heil. Brav, yippie! Oh. Ich habe noch ein Weit. Donner. Nur zu. Dann sind wir uns. Wartet mal, es ist noch nicht. Sag tschüss. Oh oh.